In Folge 3 von Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden geht es weiter. Wir sind hier im Sumpfgebiet und wollen nun, nachdem uns die Frau geraubt wurde, hier in den Sumpf-Dungeon hinablassen. Und den Schlüssel haben wir gefunden, wir können also schon mal reingehen. Haben wir Lizardman getötet und sowas, ne? Und jetzt ist hier ein Hutträger, den wir nicht töten können, da der prallt unsere Achse. Ja, aber das... Dürfen wir den nur... Ah, ne, wir können mit ihm reden, okay. Ein reisender Mann. Ich wollte ihn schon töten, aber er will ja nur reden, ne? Was? Deine Frau wurde geraubt? Ja, und es wurde schon viel gesagt, dass in diesem Anwesen, aus dem du kamst, dass dort schon oft Frauen verschwunden sind und man sie nicht mehr gefunden hat. Und ich habe gehört, dass im Kellerverlies viele Särge aneinandergereiht sind. Wenn du versuchst, sie zu retten, darf ich mitkommen und soll dir helfen? Ja, klar. Sieht aus wie so ein Zauberer. Folge mir mal. Kann ich jetzt mit ihm reden vielleicht, wenn ich so dann mache, also mit ihm spreche? Ach so. Es gibt hier in Wände in diesem Verlies, die man mit der Spitzhacke zerstören kann oder einem Morgenstern. Und sie machen andere Geräusche, wenn man mit der Waffe gegenschlägt. Sollte es mal an seltsamen Orten probieren. Muss ich also gegen die Wände schlagen. Hier, ne? Nee. Müssen noch anders aussehen, oder? Oh, oh, Igitt. Schleim. Schleimwesen. Kann ich nichts gegen machen. Ja, aber er kann sie an die Wand zaubern. Und mir dabei helfen, sie zu zerstören. Habe ich noch eine Spitzhacke gekriegt? Kann ich die hier benutzen? Ich muss mal ganz kurz hier... Item... Spitzhacke auswählen? Da, zack, haben wir einen Durchgang geschaffen. Gegen die Schleimwesen kann nur der Zauberer vorgehen. Aber ich könnte mich mal an dem Skelett hier vergehen. Also, die kämpfen. Ich vergehe mich nicht an den Toten, keine Sorge. Kämpfe gegen sie. Was für Wesen hier? Na, Hauptsache, die sterben. Fliegenden Drachen oder sowas. Ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz hier nochmal einen Drop lutschen. So, es ist ein bisschen lästig. Das stimmt hier, dass man hier immer wieder die Sachen anwählen muss. Sehr zeitaufwendig. Ist auch, glaube ich, damals sehr stark kritisiert worden. Das Spiel hat gleich eine Top-Rating gekriegt, aber diese Item-Auswahl war irgendwie nicht jedermanns Sache. Und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Boah, Alter. Boah, Alter, fuck. Zaubern. Genau, und jetzt macht den auch noch tot hier. Zauber, töte! Töte den Schleim, ich kann ihm nichts anhaben. Boah, ey, töte diesen Kack-Schleim. Habe ich eigentlich hier eine Karte drin? Moment, muss ich mal kurz gucken. Ja. Da sieht man, wo es lang geht. Wir wollen nach rechts und wahrscheinlich müssen wir dafür den Schleim hier töten. Aber es geht nur, wenn er richtig zielt. Der Drecksack, der zielt nicht richtig. Boah, Alter, die KI war damals schon nicht geil, ne? Töte ihn! Ja, noch ein, komm. Nicht auf mich, auf ihn. Ey, das kann ich nur um 500 Jahre noch handeln. Wir brauchen auf jeden Fall einen Zauber. Ich werde gleich mal auf den Zauberer wechseln. Wenn ich ein Level steige, vielleicht kann ich dann zaubern. Aber jetzt, guck mal. Level sind wir gestiegen und ich mache jetzt mal auf Magier, ne? Zack. Lernen wir dann Zauber vielleicht? Nee, irgendwie nicht. Achso, da müssen wir einen Schlüssel benutzen. Okay, wir haben keine Schlüssel, das heißt, wir kommen da nicht weiter. Jetzt habe ich aus Versehen einmal falsch gedrückt. Macht aber nichts. Da können wir nicht weiter. Wir brauchen also erst einen Schlüssel. Wir müssen also hier an den Untergrund Teichen vorbei. Hier nochmal zurück. Da kommen wir auch nicht durch. So. Skelettmann getötet. Hier renne ich jetzt weg, weil das ist mir zu gefährlich.
Dann gehen wir mal nach oben. Alter, zieh die ab. Was ist das überhaupt? Ich erkenne die gar nicht, die Gegner. Nur Pixelhaufen. Meine Fresse. Aua. Bin gleich schon wieder tot. Muss mal kurz zaubern. Das Wesen will ich auch noch umbringen schnell. Wenn es aus dem Boden wieder rauskommt. Ja. So, und was ist das hier? Ah, ein Schalter, der hier eine Treppe offenbart. Über dies hier weiter hinab geht. Sieht doch hier gleich schon mal ganz anders aus. Boah, und jetzt holt er hier seine ganze Zauberkraft raus. Das ist gut. Mehr davon. Müssen wir nur lang jetzt? Hier hoch? Ach, hier runter. Und dann dort lang. Zauberer kommt gar nicht klar, der weiß gar nicht, wo er lang soll. Aber egal, folgt mir einfach. So. Das Wesen müssen wir noch bekämpfen. Kein Problem. Und hier müssen wir wahrscheinlich jetzt gucken, wie wir weiterkommen. Ich vermute mal, dass hier eine Wand zerstörbar ist. Hier vielleicht? Jawohl! Jetzt haben wir hier eine Kettensichel. Mit der können wir wahrscheinlich... Ach so, gucken wir mal kurz. Ist das eine Waffe tatsächlich? Kusarigama. Kettensichel. Die gibt es ja, glaube ich, auch als, bei Mana als Waffe. Huch. Guck mal, da können wir hier so einen Dreher machen. Und alles um uns herum, sowie das gesämtliche Gestrüpp hier kaputt machen. Und das ist auch schon mal sehr effektiv. Damit geht es auf jeden Fall weiter. Wir speichern nochmal. So. Zauberer folgt mir. Das ist ganz cool, dass wir so dann immer Support-Charaktere kriegen. Die einem hier dann auch wirklich unter die Arme greifen. Weil alleine werden wir, glaube ich, aufgeschmissen. Uah. Zumal wir hier tatsächlich Zauberkraft brauchen bei manchen Gegnern. Ja, geil, dass ihr da einfach in die Wand klippen könnt, ihr Drecksviecher. Aber ihr merkt schon, ich versuche, alle Gegner mitzunehmen, die ich mitnehmen kann. Oh oh. Damit ich auch Erfahrungspunkte kriege. Und dadurch dann auch besser werde. Hier kann man natürlich auch aufpowern, ne? Immer hin und her laufen. Fuck, jetzt aber, jetzt wird's gefährlich. Und warum ist die Wand wieder heile? Ist das scheiße. Hab schon kaputt gemacht hier. Irgendwie hat er das nicht gespeichert gehabt. Na gut, kann man nicht ändern. So. Ach, er hat den Schlüssel gehabt. Können wir damit da durch? Hier ist nämlich verschlossen. Ergo, wir nutzen den Silberschlüssel hier. Ah, nee, ist ein anderer. Okay. Ah, halt. Ich habe ja noch einen anderen Schlüssel. Damit können wir nämlich durch. Und jetzt sind wir auf einmal ein Level gestiegen. Ich weiß nicht, ob es das Türöffnen war oder das... Tun des Zauberers. Ich gehe jetzt mal... Auf was gehe ich denn nochmal? Was? Den Weisen mal hier benutzen? Ich glaube, ich gehe nochmal auf Zauberer, um noch ein bisschen mehr MP zu kriegen. Da wir uns damit hier heilen können. Ach so, hier müssen wir die Kiste wahrscheinlich raufschieben. Um den Schalter dort dann gedrückt zu lassen. Ich speichere nochmal. Geht ja relativ fix. Kann man ruhig mal öfter speichern. So. Hier können wir die kaputt machen. Was bringt uns nichts. Aber hier können wir wahrscheinlich... Wenn wir den hätten... Ne, haben wir ja noch. Unsere... Ne. Jetzt haben wir zweimal geschwungen, jetzt können wir sie nicht mehr benutzen. Das ist sehr schlecht. Ergo hat uns das hier in eine Sackgasse geführt. Können aber hier durch. Dann gucken wir mal nebenan. Ich hoffe, wir kriegen irgendwo gleich eine Spitzhacke. So. Die Waffe ist cool wegen der Reichweite, ne? Da können wir echt bis in alle Ecken rein. Und können hier die Aggressoren vernichten, bevor sie uns treffen. Ah! Was habe ich jetzt gemacht?
Ach, wir wurden vergiftet! Ich wollte gerade schon sagen. Schnell heilen. Puh. Und nochmal. Heilzauber. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt nämlich hier weiter. Dorthin, wo wir hin müssen. Aber erstmal diese ekligen Auswüchse beseitigen. Ich glaube, hier brauchen wir gleich eine Spitzhacke wieder. Denn sonst kommen wir hier nicht weiter. Das ist natürlich Mist. Dass man ohne Spitzhacke nicht weiterkommt und die Spitzhacke aufbrauchen kann. Können wir denn hier vielleicht durch? Wir haben ja noch drei Schlüssel, scheinbar. Oh oh. So. Ein Eisenschild. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wir brauchen keine Eisenschilder, sondern Spitzhacken. So. Zack. Wir bräuchten vielleicht den Morgenstern, dann könnten wir damit auch Wände kaputt machen. So, jetzt haben wir wieder eine Spitzhacke, das ist gut. Mal gucken. Wenn ihn jemand zerstören soll, da soll es Geräusche geben. Hier? Oder wir müssen den Felsen nur zerstören tatsächlich. Wagen wir es mal, ne? Also gut, dass die Gegner auch das verlieren. Und da haben wir nämlich einen Weg dann freigeschaltet, der uns jetzt hier an die bewachsene, an diesen bewachsenen Steilhahn führt. Der Zauberer, klar, da kann man dich nicht verlassen, der weiß nicht, wo oben und unten ist. Aber jetzt folgt er uns, das ist gut. Aua. Geht's über die Brücke? Ja, Zauber! Sehr gut. Brauchen wir wieder einen Schlüssel? Nee, wir können so durch. Ich habe aber Angst, dass noch stärkere Gegner auf uns hier gleich warten. Aber unser Zauberer hilft uns. Nett. Oh, hier sind Dornen. Die dürfen wir anscheinend nicht berühren. Was schwer ist, denn wir können diese ekligen Schleimwesen nicht so auslöschen. Oh, guck mal. Da wurde was verloren. Und eine weitere Spitzhacke. So, wir müssen ganz schnell mal einen Schlüssel auswählen. So, zwei Schalter, jetzt müssen wir mal gucken. Den hier oder... Ah. Hä? Ach so, ich muss mal hier rüber. Dann... Spitzhacke, das kaputt machen. Dann hier rauf, ne? Ah. Warum nicht gleich so? Sollen wir jetzt hier raus? Nee, wir sind immer noch unten. Das ist, glaube ich, ein Endgegner. Ich speichere mal lieber. Und, speichere nochmal doppelt hier. Komm, wir haben zwei Speicherplätze. Und dann müssen wir uns mal diesen Drachen annehmen. Ich glaube, ich setze mal meinen Zauber dann an. Dass ich im Notfall heilen kann. Der spuckt nämlich hier mit Feuerbällen auf uns. Oh Gott, der zieht auch... Ey! Was ist das denn? Ich wollte gerade heilen. Ja, dankeschön. Drecksau. Okay. Dann nochmal. Dann versuche ich es doch gleich nochmal mit der Heilung. Und hoffe, dass der Zauberer seine Feuerbälle auch mal platziert, ne? Und nicht einfach nur irgendwie in Rabatte reinhaut. Ich glaube, da müssen wir uns auf ihn verlassen, denn ich ziehe nichts ab, ne? Boah, ey. Nee, ach so, es ist doch un... Ja, wir können noch was ausführen hier. Los!
Lass ihn weg, die Drecksau. Das ist ein Jabberwocky, dieser doppelköpfige Drache. Und einfach nur eine Hydra. Los, draufhauen. Zauber doch mal in die richtige Richtung. Du Hinak. Alter, was für ein Assi. Ja, komm. Ja. Oh, er zieht ab. Er zieht ab. Muss man echt aufpassen. Und den richtigen Zeitpunkt abwarten, wo er dann hier näher ans Ufer geht. Okay, ich heile mich. Zweimal kann ich mich noch heilen. Boah, jetzt haben wir ihn aber schon häufig getroffen, oder? Puh, komm, jetzt zauber mal auf ihn. Jawohl, er ist besiegt. Der erste Endgegner. Und da steigen wir auch gleichsam einen weiteren Level. Und ich gehe mal auf die Kriegerlinie wieder, um ein bisschen stärker zu werden, ne? So, was gibt's hier noch Schönes? So, jetzt haben wir das Wissen von Feuer gelernt, also Feuerzauber. Das andere. Und jetzt haben wir den Mondspiegel. Der Reisende sagt jetzt, wenn man das auf, also in den Spiegel, diesen Mondspiegel, diesen dreckigen Typen zeigt, dann wird sich sein wahres Gesicht offenbaren. Ich werde mich jetzt entschuldigen hier und ja, ich hoffe, du reist gesund um oder weiter. Den Mondspiegel brauchen wir jetzt anscheinend für das Anwesen, um dort die wahre Gestalt des bösen Grafen offenzulegen. Ah. So. Mit unserer Sichelkette hier kommen wir aber ganz gut voran, ne? Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass wir unsere Freundin Taki aus den schmierigen Wichsgriffeln dieses bösen Mannes befreien können. Aber liebe Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge. Das war's nämlich schon. Der Sumpf Dungeon ist erledigt. Wir haben neue Fertigkeiten gelernt. Ich speichere nochmal kurz. Wir können jetzt Feuerzauber machen und so weiter und so fort. Sieh mal an, da Feuer. Aber was mit einem Heilzauber? Moment mal. Ach so, weil wir den ausgerüstet haben. Ich dachte schon, er wäre weg. Das wäre ganz traurig gewesen. Jetzt können wir hier schön Feuerbälle spucken. Ich zeig das nochmal. Oder was weiß ich, was das ist. Oder einfach nur Feuergriff. Keine Ahnung. Jedenfalls war's das und wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Silk in dem Set zu 1. Bis dann könnt ihr nochmal schön kommentieren und liken. Ich freue mich auf euch. Also dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen. So, sicherheitshalber nochmal gespeichert, ne? Also dann. Bis dann. Tschüss.